Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2016. Mit dem Tagesordnungspunkt 46, Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2015 bis 2019, das ist 19-23-07 und 19-24-08. 45 Minuten Redezeit für die Fraktionen. Wir haben vereinbart eine Reihenfolge Landesregierung, SPD, Grüne, Linke, FDP, CDU und die Frau Öztürk, wenn sie möchte. Dann beginnt der Finanzminister Dr. Schäfer, hat das Wort zur Einbringung. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem Ihnen vorliegenden Entwurf des Landeshaushalts für das kommende Jahr 2016 wird eines deutlich. Unser Land Hessen hält Kurs. Auf dem Weg zur Erreichung der schwarzen Null, also eines Haushaltes ohne neue Kredite ab 2019, gehen wir den nächsten Schritt. Der Entwurf der schwarz-grünen Landesregierung sieht eine Absenkung der Nettokreditaufnahme auf unter 600 Millionen € vor, planmäßig. Das ist ein Markenzeichen dieser Landesregierung, dass sie verlässlich und lösungsorientiert einerseits neue Herausforderungen mit täglich änderndem Charakter, ich komme darauf zurück, anpackt, ohne aber das gemeinsame langfristige Ziel aus den Augen zu verlieren. Manche der Herausforderungen mag übergroß erscheinen, bekannte oder erwartbare Dimensionen sprengen. Wir dürfen aber nicht deshalb vorschnell den eingeschlagenen Kurs abweichen, sondern das Ziel einer generationengerechten Finanzpolitik, die auch unseren Kindern und Enkeln noch Raum für eigene politische Entscheidungen ihrer Zeit lässt, ist nach wie vor die richtige. Dafür werden wir eintreten, und dafür werden wir, meine Damen und Herren, auch weiter kämpfen. Politische Verantwortung zu tragen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das unterscheidet Regierungsarbeit von Opposition, heißt auch, Lösungen zu suchen, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung dafür zu tragen. Nüchterner Ausdruck unserer Entscheidungen ist nun einmal das Zahlenwerk des Landeshaushalts. Wir haben uns am gestrigen Tage sehr ausführlich über die derzeit größte humanitäre Herausforderung und die damit verbundenen Entscheidungen und Verantwortungen ausgetauscht. Die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung derjenigen, die auf der Flucht von Krieg und Vertreibung, von Not und Elend in unserem Land Schutz und Hilfe suchen. Dieses Thema ist äußerst vielschichtig und facettenreich. Die Darstellung aller Aspekte würde den Rahmen dieser Rede sicher sprengen. Deshalb konzentriere ich mich auf die vergleichsweise nüchternen und emotionslosen Zahlen und haushaltsrelevanten Fragestellungen. Das bedeutet aber nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir bei allen Betrachtungen von Fakten und Daten die Emotionalität, die dahinter steckt, vergessen. Ganz und gar nicht. Die humanitäre Verpflichtung gegenüber denen, die alles verloren haben, die in Verzweiflung und bitterster Not zu uns kommen, ist keine Frage der Zahlen, sondern in erster Linie eine Frage von Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Es ist aber auch meine tiefe Überzeugung, dass wir schlichtweg nicht jedem uneingeschränkte Hilfe auf Dauer angedeihen lassen können. Es muss einen Unterschied ausmachen, ob die Menschen tatsächlich vor Verfolgung, Krieg, Terror und Zerstörung fliehen und zu uns kommen oder etwa nicht. Ich glaube, dass es zu unserem abendländischen christlichen Menschenbild dazugehört, den Menschen offen und ehrlich die Wahrheit zu sagen, die mit falschen Versprechungen dazu gebracht werden, ihre Heimat zu verlassen und zu uns zu kommen. An dieser Stelle gilt es eben auch, die Menschen, die keine Aussicht auf ein Bleiberecht haben, schnellstmöglich in ihre Heimat zurückzuführen, damit wir unsere Anstrengungen an anderer Stelle bei denjenigen Menschen, die auf Dauer bei uns bleiben werden, konzentrieren können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Versuch unternehmen, in der mittelfristigen Finanzplanung ein Stück die Dimension aufzulösen, die dort möglicherweise voransteht. Momentan sieht unser Basisszenario, woran wir die mittelfristige Finanzplanung ausgerichtet haben, eine jährliche Zahl von 450.000 Flüchtlingen vor. Das waren die Zahlen, die bei der Haushaltsaufstellung im Frühsommer noch Stand der Dinge waren, sogar damals noch etwas großzügig kalkuliert. Es ergeben sich, technisch gesprochen,
globale Handlungsbedarf in 2017 und 2018 von 180 bzw. 210 Millionen €. Das heißt, in den normalen Sprachgebrauch übersetzt, Einnahmen und Ausgaben müssten in diesen beiden Jahren Verbesserungen gegenüber dem Plan aufweisen, damit entsprechend Einnahmen und Ausgaben wieder in den Ausgleich gebracht werden können. Die aktuelle Entwicklung der Flüchtlingszahlen übertrifft allerdings die bisher angenommenen Zahlen erheblich. Momentan rechnen wir damit, dass wir allein in diesem Jahr 100 Millionen € zu den 393 Millionen €, die veranschlagt worden sind, hinzu ausgeben müssen. Nachtragshaushalt werden wir allerdings im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern nicht vorlegen müssen, da wir aufgrund der günstigen Zinsentwicklung, zusätzlichen Bundesmittel, aber eben auch aufgrund der sparsamen Haushaltsdurchführung diese Mehrbedarfe auffangen können. Auch hier zeigt sich die solide und umsichtige Haushalts- und Finanzpolitik in unserem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die Schwierigkeit, Haushaltspläne und Finanzplanung in dieser Zeit aufzustellen, liegt in der kaum fassbaren Dynamik der Flüchtlingsströme. Wenn nicht einmal mit Sicherheit gesagt werden kann, ob morgen 500 oder 1.000 Flüchtlinge am Frankfurter Hauptbahnhof ankommen, kann ein Haushaltsplan, der vom Regierungsentwurf bis zur Verabschiedung eine Zeitspanne von 5 Monaten durchläuft, nur sehr schwer mit der Aktualität mithalten. Ganz zu schweigen von einer mittelfristigen Finanzplanung auf dem Zeithorizont von 4 Jahren. Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, lediglich die finanziellen Folgen bestimmter Szenarien der Entwicklung der Flüchtlingszahlen darzustellen. Wie gesagt, wir kalkulieren im Basisszenario mit 450.000 in Deutschland ankommenden Flüchtlingen. Bei einer Zahl von 800.000, die den letzten Stand der offiziellen Verlautbarung des Bundesinnenministeriums wiedergeben, muss mit einem weiteren Handlungsbedarf im kommenden Jahr von rund 150 Millionen € gerechnet werden. Dieser Wert würde sich bis 2018 auf knapp 800 Millionen € erhöhen. Wird auch dieses Szenario übertroffen und beispielsweise eine Zahl von 1 Million Flüchtlinge pro Jahr erreicht, steigt dieser Handlungsbedarf auf 250 Millionen € in 2016 und in 2018 sogar auf 1 Milliarde €, wobei dabei die gegenwärtigen Pauschalsätze unterstellt worden sind, die an die Kommunen weitergereicht werden. Das, was der Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung gestern ja auch zum Ausdruck gebracht hat, dass wir mit den Kommunen bestrebt sind, ein einvernehmliches Ergebnis zu einer Anpassung der Pauschalen zu erreichen, wird diese Belastung genauso noch weiter nach oben treiben wie weitere Anstrengungen in den anderen Ausgabenbereichen des Landeshaushalts. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Anbetracht dieser Zahlen wird sich der ein oder andere unruhig die Frage aufwerfen, ob man das alles schaffen kann, vor allem wie, wo das ganze Geld herkommen soll und viele weitere Fragen auch. Ich habe mir als Finanzminister in stürmischen Zeiten und bei hohem Wellengang eines angewöhnt: Kurs halten. Wer schon zu Beginn einer Reise die Nerven verliert, kommt nie am Ende ans Ziel, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen auch gerne mit Argumenten untermauern, warum mein Blick trotz aller Beunruhigung dieser Tage in aller Ruhe in die Zukunft geht. Momentan laufen noch die Verhandlungen, gerade zu dieser Stunde, wie sich der Bund an der Bewältigung der Flüchtlingszahlen beteiligen wird. Im Raum stehen Summen in Höhe von 3 Milliarden €, aber auch die Aussage des Bundes, dass es am Ende am Geld nicht scheitern werde. Weiterhin sind wir in Gesprächen, wie bestimmte Verfahren verändert werden können, um die Anstrengungen zu konzentrieren. Ich nenne hier nur die Diskussion um die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten, aber auch die Beschleunigung der Asylverfahren. Darüber hinaus verhandeln wir derzeit noch über die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Auch hier besteht die Erwartung und die Hoffnung, dass auch für die Geberländer im Länderfinanzausgleich eine spürbare Entlastung am Ende stehen wird, auch wenn diese Wirkung erst ab dem Jahr 2020 haushaltswirksam werden würde. Wenn sich darüber hinaus keine wesentliche Wende bei der Wirtschaftslage und der Zinsentwicklung ergibt, sehe ich gute Chancen, dass sich die immensen Handlungsbedarfe, die Szenarien, die ich Ihnen eben vorgetragen habe, in der mittelfristigen Finanzplanung und richtig in Richtung relativ beherrschbarer Größenordnung bewegen werden. Diese entlastenden Momente können wir aber im Moment schlicht und ergreifend nicht planen und haben sie, Grundsatz des vorsichtigen Kaufmanns, an dieser Stelle in den Planungen nicht veranschlagt. Das heißt, jede Verbesserung, die sich daraus ergibt, mindert die Handlungsbedarfe, die wir in den Haushalten in der Zukunft zu bewältigen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage an dieser Stelle aber auch eines klipp und klar. Ohne eine starke und vor allem strukturelle Beteiligung des Bundes, die eben nicht einmalig, sondern dauerhaft wirkt, in der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge sind die Dimensionen für einen Landeshaushalt schlicht nicht handhabbar.
Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die gerecht auf den Schultern von Bund, Ländern und Kommunen verteilt werden muss. Man kann sicher mit Fug und Recht darüber streiten, was hier unter Gerechtigkeit zu verstehen ist. Aber ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass es ohne eine stärkere Bundesbeteiligung sehr schwer sein wird, das Ziel zu erfüllen, das uns die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land mit großer Mehrheit in die Verfassung geschrieben haben, einen Haushalt ohne neue Schulden ab dem Jahr 2020. Das ist ein Auftrag der Bürgerinnen und Bürger, den wir zu erfüllen haben. Wir brauchen schnelle, pragmatische und zielgerichtete Lösungen in Rechtsetzung, Verwaltung und Umsetzung. Sind wir dazu nicht in der Lage, wird das der Resignation, ja, ich glaube, sogar der Frustration einen Weg ebnen und damit den falschen Kräften in unserem Land in die Hände spielen. Das dürfen wir nicht zulassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem ich Ihnen den Teil der Haushaltsplanung dargestellt habe, die momentan die größte Aufmerksamkeit auf sich zieht, lassen Sie mich nun einen Blick für einen Moment auf das größere Bild lenken. Unser Land befindet sich in einer sehr robusten wirtschaftlichen Lage. Nachdem in den Jahren 2012 und 2013 das Bruttoinlandsprodukt nur sehr spärlich gewachsen ist, erfuhr die Wirtschaft im letzten Jahr einen deutlichen Schub. Und auch in diesem Jahr erwarten wir einen soliden weiteren Zuwachs. Diese positive Entwicklung spiegelt sich natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt wider, wodurch ein moderater weiterer Rückgang der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen ist. Nach allen Vorausberechnungen werden die gute Binnennachfrage und wohl auch der Export durch niedrige Wechselkurse begünstigt, der deutschen und auch der hessischen Wirtschaft weiterhin ein solides Wachstum bescheren. Man muss sich das noch einmal vergegenwärtigen. In Hessen waren 2014 im Jahresdurchschnitt lediglich 184.000 Personen ohne Arbeit. Mit einer Arbeitslosenquote von 5,7 läuft der hessische Konjunkturmotor rund. Unser Land bietet zu vielen Menschen. Unser Land bietet so vielen Menschen wie nie zuvor einen Platz zum Leben und Arbeiten. An Hessen führt eben kein Weg vorbei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Applaus ist kaum verhallt, dann will ich mich schon wieder mit der anderen Seite der Medaille beschäftigen. In Hessen waren kurz vor Beginn des Lehrjahres allein im Handwerk rund 27.000 Lehrstellen unbesetzt. In Unternehmen und Branchen wie dem Anlagenbau, der Elektronik oder auch der Zimmermannszunft werden junge Menschen gesucht. Sie suchen ihren Nachwuchs. Diese Entwicklung dürfen wir nicht ignorieren. Wir müssen sie gestalten. Wenn wir unseren Wohlstand, unseren Lebensstandard in allen Altersgruppen auch für die Zukunft erhalten wollen, über alle Generationen hinweg, dann müssen wir intensiv uns um Nachwuchsgewinnung kümmern. Denn das sind die zukünftigen Blüten unserer Wirtschaftsleistung. Wir müssen aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass wir das Problem der weiteren Verschuldung in der Jetztzeit in den Griff kriegen. Jetzt befinden sich die großen geburtenstarken Jahrgänge auf dem Höhepunkt ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die Geburtsjahrgänge der 60er Jahre sind jetzt dort, wo sie ökonomisch sozusagen am intensivsten, im Alter von 48 Jahren, meine Damen und Herren, zahlt man statistisch im Durchschnitt die meisten Steuern im Leben. Also insofern, mit mir geht es an der Stelle jetzt bergab. Ich weiß nicht, wie das ist, aber jedenfalls, das ist die Statistik. Aber auf der anderen Seite, unsere Jahrgänge, kann ich Ihnen wieder aus persönlicher Betroffenheit sagen. Mein Geburtsjahrgang hatte in Gesamtdeutschland noch zwischen 1,3 und 1,4 Millionen Menschen. Der Geburtsjahrgang 2008 meiner Tochter hat noch ziemlich genau die Hälfte. Das heißt, wenn die Generation unserer Kinder in Zukunft mit der Hälfte der Zahl der Menschen die Last tragen soll, die wir, wenn wir so viele bleiben und gesund alt werden, was wir gemeinschaftlich hoffen, dann ist es klar, dass wir die Verantwortung der weiteren Verschuldung in unserer Generation lösen müssen, wenn wir nicht einen Ballast der nächsten Generation auf die Schultern laden wollen, die die am Ende nicht mehr tragen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine florierende, robuste Wirtschaft, die dann auch in den nächsten Jahren in unserem Land für stabile und stetig steigende Steuereinnahmen sorgen kann. Kommendes Jahr planen wir mit knapp 20 Milliarden. In 2019 rechnen wir mit einem Anstieg auf knapp 22,6 Milliarden €. Auf den ersten Blick mag das recht komfortabel erscheinen, wenn von Jahr zu Jahr mehr Steuern eingenommen werden und im Haushalt zur Verfügung stehen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir Hessen mit höheren Einnahmen, ohne dass wir eine Möglichkeit der Einflussnahme haben, auch ganz automatisch höhere Ausgaben anstehen. Unser Land ist nun einmal Zahlerland im Rahmen des Länderfinanzausgleichs.
So froh ich über die wirtschaftliche Stärke Hessens bin, so fällt es mir schwer, die derzeitigen Regelungen zu akzeptieren. Wir planen für 2015 mit Zahlungen an andere Bundesländer von 1,7 Milliarden €. Im Jahr 2019 werden es wohl mehr als 2,1 Milliarden € sein. Nun haben wir uns entschieden, eine Klage einzureichen, weil die Bereitschaft der anderen Bundesländer, über Veränderungen bis zum Jahr 2019 zu reden, gleich null war. Gleichzeitig führen wir aber in den letzten Monaten sehr intensive Gespräche über die Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern für die Zeit nach 2019. Es ist sicherlich eine dramatische Untertreibung, wenn ich die Verhandlungen zu dieser Reform als komplex bezeichne. Lassen Sie es mich einmal so beschreiben. Der Bund war bereit, den Kuchen für die Länder etwas größer zu backen. Jedes Land wollte von dem größeren Kuchen etwas hart abhaben. Gleichzeitig hat aber jedes Land für sich reklamiert, dass es ein größeres Stück hinzugewinnen müsse als die anderen Länder. Meine Damen und Herren, das funktioniert weder auf dem Kindergeburtstag zu Hause noch in der großen Politik. Und deshalb geht es am Ende nur, wenn alle bereit sind, ein Stück von ihrer Grundsatzposition, von ihrer Extremposition, Abstriche machen und sich auf die anderen zuzubewegen. Weil wenn Sie in dieser Denkstruktur bleiben, können Sie die Größe des Kuchens verdoppeln, und Sie kommen immer noch zu keinem Ergebnis. Das war es unser Ziel als Hessen, auch in den Gesprächen der letzten Tage und Wochen, immer darauf hinzuwirken, Positionen, auch hessische, zu beschreiben und zu bekräftigen, aber auch immer wieder den Dialog zu suchen und zu sagen, wir sind bereit, auch ein Stück des Weges anderen entgegenzukommen, um sicherzustellen, dass am Ende der Gespräche auch ein Erfolg steht. Dazu müssen aber auch alle bereit sein. Denn zum Schluss geht es nur, wenn alle 16 gemeinschaftlich bereit sind, zu einer Lösung zu kommen. Wir haben Fortschritte gemacht in den letzten Wochen und Tagen. Ich hoffe aber, der Bund muss sich auch noch ein Stück bewegen. Also wichtig ist sozusagen Gelassenheit in der Hüfte in dieser Debatte bei allen Beteiligten ist an der Stelle hilfreich, um ein bisschen im Wildwest-Jargon mancher Teile der Debatte zu sprechen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir als Hessen werden lösungsorientiert an diesen Fragestellungen weiter mitarbeiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 40% unserer bereinigten Ausgaben entfallen auf die Personalausgaben. Länderhaushalte werden eben stark dadurch geprägt, dass Personalausgaben dort in den Mittelpunkt der Ausgaben stehen. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir das Ziel der Netto-Neuverschuldung null erreichen wollen, muss auch der Personalbereich einen Beitrag dazu leisten. Dazu gehört, dass wir in dieser Legislaturperiode 1.800 weitere Stellen abbauen und die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen für die Beamtinnen und Beamten auf 1% ab dem kommenden Jahr begrenzen. Das ist ein Einschnitt. Ja, meine Damen und Herren. Es ist auch eine Entscheidung, die uns alles andere als leicht gefallen ist. Aber, meine Damen und Herren, auch hier galt es, Lasten zu verteilen, die Lasten zur Erreichung der Schuldenbremse. Wir haben uns für einen Mix entschieden. Wir haben Einnahmen erhöht. Wir haben Personalausgaben begrenzt, Stellen abgebaut, konsumtive und investive Ausgaben eingespart. Diesen Mix, meine Damen und Herren, halte ich auch weiterhin für richtig, um das notwendige gemeinsame Ziel einer generationengerechten Finanzpolitik auch wirklich zu erreichen. Meine Damen und Herren. Natürlich haben wir das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Alimentierung der Beamtinnen und Beamten sorgfältig studiert. Aber auch an dieser Stelle sehen Sie mich mit einiger Gelassenheit vor Ihnen stehen. Die Prüfindikatoren, die das Gericht aufgestellt hat, stellen auf jeden Fall die Besoldungsentscheidung dieses Jahres nicht infrage. Für die Zukunft werden wir sicherstellen, dass die Besoldungsanpassungen den Kriterien des Urteils genügen, eine schlichte Selbstverständlichkeit. Und trotz der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen, meine Damen und Herren, erhöhen sich die Personalausgaben im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr bis zum Jahr 2019 um fast 700 Millionen €. Von diesem Anstieg entfallen knapp drei Viertel auf die Versorgungs- und Beihilfeausgaben, bei denen der dynamische Ausgabentrend der vergangenen Jahre ungebrochen anhält. Es wird weiterhin große Anstrengungen bedürfen, um diese Herausforderung zu bewältigen. Auch deswegen halte ich es für unerlässlich, die Netto-Neuverschuldung von null so früh wie möglich zu erreichen. Denn nur so erhalten wir uns den Gestaltungsspielraum für künftige Generationen. Aus diesem Grund sorgen wir auch weiter für die Zukunft vor. Während andere Bundesländer ihre Versorgungsrücklage zum Ausgleich der Haushaltsprobleme eines Haushaltsjahres geplündert haben,
werden wir die gesetzlichen Zuführungen zur Versorgungsrücklage dauerhaft auf dem Niveau des Jahres 2014 fortsetzen. Wir werden die aus dem Bundesrecht übernommenen Regelungen der Schiele- und Kanter-Rücklage, die eigentlich vorgesehen waren, sie nicht weiter zu dotieren, sondern bereits in diesem Jahrzehnt wieder zu entnehmen, um Haushaltsausgleiche zu ermöglichen, werden wir nicht wahrnehmen, sondern haben jetzt im Dienstrechtsänderungsgesetz Regelungen aufgenommen, die die dauerhafte Weiterdotierung dieser Rücklage ermöglichen, um für die Jahre vorzusorgen, in denen in besonderer Weise von Lasten zur Versorgung zu erwarten sind. Das heißt, am Ende des Finanzplanungszeitraums wird unsere diesbezügliche Rücklage sich auf rund 3 Milliarden € erhöhen. Auch die sogenannte Weimar-Rücklage, benannt nach meinem Vorgänger im Amt, in der wir freiwillig für jeden neu eingestellten Beamten einen pauschalen Betrag einzahlen, wird weiterhin eingezahlt werden. Es bleibt jedoch auch dabei, dass diese Rücklage nachschüssig dotiert wird und entsprechende Haushaltsverbesserungen im Vollzug und beherrschbare weitere Haushaltsperspektiven voraussetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil es wenig Sinn macht, auf der einen Seite Schulden neu zu dimensionieren, um an anderer Stelle Geld aufs Sparbuch zu legen. Wir müssen am Ende in der Lage sein, eine Balance aus beidem an der Stelle darzustellen. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen vorhin schon davon gesprochen, dass eines der Risiken darin besteht, dass sich mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft am Zinsniveau nicht allzu viel ändern sollte. Nichtsdestoweniger halte ich das historisch niedrige Zinsniveau aus ökonomischer Sicht für höchst hochproblematisch. Es besteht die Gefahr, dass man mit der momentanen Geldpolitik einer neuerlichen Blase an den Kapital- und Immobilienmärkten Vorschub leistet. Und die Risiken, die am Ende für unser sehr kleinteiliges Bankengeschäft der drei Säulen daraus entstehen, dass die Margen, die für die Kreditwirtschaft, gerade für Sparkassen und Volksbanken mit ihrem klassischen Geschäftsmodell in den nächsten Jahren zu erheblichen Problemen führen wird, ist ein Umstand, dass wir uns gemeinschaftlich entgegen den Interessen sozusagen des isolierten Kassenwartsbetrachtung des Landes Hessen wünschen sollten, dass sich das Zinsniveau wieder ein Stück nach oben stabilisiert. Trotzdem, meine Damen und Herren, im Moment profitieren wir im Moment von dem niedrigen Zinsniveau. Vor 20 Jahren hatten wir eine durchschnittliche Verzinsung unserer gesamten Landesschuld von 6,8%. In diesem Jahr liegt er noch bei 2,8% mit fallender Tendenz. Deshalb rechnen wir für das kommende Jahr auch mit einer etwas niedrigeren Belastung bei den Zinszahlungen als in diesem Jahr. Etwas mehr als 1,1 Milliarden € sind dafür im Haushalt für das nächste Jahr eingeplant. Wie sich aber für einen vorsichtigen Haushälter gehört, haben wir diese positive Situation für den Landeshaushalt nicht dauerhaft linear fortgeschrieben, sondern trotz der Entscheidung der FED, die Zinsen jetzt kurzfristig nicht zu erhöhen, rechnen wir trotzdem damit, dass sich eine Zinswende am mittelfristigen Horizont einstellen wird. Deshalb haben wir in den vorsichtigen Planungen Zinsaufschläge für die nächsten Jahre mit berücksichtigt. Wenn sich die nicht einstellen sollten, freuen wir uns gemeinschaftlich, weil zusätzliche Spielräume im Haushalt entstehen. Aber jedenfalls einen Haushalt aufzustellen nach dem Prinzip Hoffnung, dass alles so bleibt, wie es ist, ist mit mir jedenfalls nicht zu machen, meine Damen und Herren. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, auch wenn eine im Haushalt abgebildete Aufgabe übermäßig stark im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung und auch der Anstrengung von Politik und Verwaltung steht, vergessen wir bitte nicht die vielen anderen Aufgaben, von denen erwartet wird, dass wir uns darum kümmern. So ist beispielsweise der kommunale Finanzausgleich im kommenden Jahr seitens des Landes erneut mit einer Rekordsumme von 4,3 Milliarden € dotiert. Dieses Volumen ist nicht nur das Ergebnis der Ermittlung eines bedarfsgerechten KFA im Sinne des Alsfeld-Urteils des Staatsgerichtshofs, der einen Festansatz für pflichtige Kommunalaufgaben und auch ein Mittel für ein Mindestmaß freiwilliger Aufgaben der Kommunen vorgeschrieben hat. Zum KFA-Volumen gehört auch ein wesentlicher, ausschließlich freiwilliger Beitrag des Landes in Form des Stabilitätsansatzes von über 1,1 Milliarden € im Jahr 2016 zur Verstetigung unserer Kommunalfinanzen. Das Land Hessen bleibt und ist Partner seiner Kommunen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das wird auch dadurch deutlich, dass wir das vom Bund aufgelegte Investitionsprogramm für die Kommunen verdreifachen, als einziges Bundesland, und dessen Förderbereiche im Kommunalinvestitionsprogramm des Landes deutlich erweitern. Über 1 Milliarde € stehen so für Investitionen in die kommunale Infrastruktur bereit. Gelder, die die Kommunen innerhalb eines weiten Maßnahmenkatalogs investieren können, und zwar dort, wo es vor Ort am dringendsten benötigt wird.
Ein Extrakontingent ist vorgesehen für die Kommunen, in denen ein Standort zur Erstaufnahme von Flüchtlingen betrieben wird und denen sich daraus entgehenden zusätzlichen Herausforderungen vor Ort ergebenden gestiegenen Investitionsbedarf Rechnung tragen zu können. Zudem sieht das Programm eine Stärkung der Investitionstätigkeit von Krankenhausträgern vor und hilft den Kommunen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die eigentliche Belastung des Landeshaushalts für dieses Projekt hält sich dabei in überschaubaren, handhabbaren Grenzen. Da die Wirtschafts- und Infrastrukturbank die Investitionen im Rahmen von Darlehen vorfinanzieren wird, wird der Landeshaushalt über einen überschaubaren Zeitraum hinweg lediglich mit Tilgungs- und Zinszahlungen von maximal 32 Millionen € im Jahr 2019/20 mit einer abnehmender Tendenz belastet. Das, meine Damen und Herren, nenne ich zukunftsweisendes Handeln für die Menschen vor Ort. Für uns bleibt, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Investition in die Zukunft zentraler Baustein unserer Politik. Es bleibt dabei, dass trotz sinkender Schülerzahlen an Hessens Schulen keine Lehrerstelle wegfällt. Und wir investieren rund 2,1 Milliarden € in die hessischen Hochschulen. 2,1 Milliarden € in die Hochschulen. Im kommenden Jahr gilt erstmalig der neue Hessische Hochschulpakt, wodurch sich das Budget an den Hochschulen bundesweit einmalig jährlich um 1% über der Inflation erhöht. Hessens Bürgerinnen und Bürger sind die Zukunft unseres Landes, und in diese Zukunft investieren wir kraftvoll, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein weiteres Beispiel dafür, dass wir unseren Haushalt mit Blick auf die nahen und fernen Herausforderungen der Zukunft ausrichten, sind die rund 35,7 Millionen €, die zur Fortführung der Energiewende vorgesehen sind. Zudem stocken wir die Förderung der Elektromobilität noch einmal auf. Der Hessen zustehende Teil der Versteigerungserlöse aus Mobilfunkfrequenzen wird einer zweckgebundenen Rücklage Breitbandausbau und digitale Maßnahmen zugeführt. Hiermit wird der weitere Ausbau der Breitbandversorgung in Hessen beschleunigt. Diese Mittel in Höhe von 46 Millionen € dienen zur Kofinanzierung von Bundesprogrammen und der Unterstützung des hessischen Breitbandprojektes. Im kommenden Jahr werden da allein ein Bewilligungsvolumen von über 16 Millionen € generiert. Ein weiterer Aspekt, meine Damen und Herren, unserer politischen Verantwortung ist der Blick auf die zukünftige Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger. Im Sinne eines auch in Zukunft lebenswerten und liebenswerten Hessens wollen wir Ökonomie und Ökologie sinnvoll und gewinnbringend für alle verbinden. So sind auf der einen Seite für die Umsetzung und Weiterentwicklung der Biodiversitätsstrategie zusätzliche 500.000 € veranschlagt. Und im Jahr 2016 steht in dem Produkt Förderung von Maßnahmen des Artenschutzes ein neues Programmvolumen von über 2 Millionen € zur Verfügung. Auf der anderen Seite stellt das Land auch erneut 90 Millionen € für den Landesstraßenbau zur Verfügung. Darüber hinaus werden wieder 40 Millionen € für die Planungsmittel zur Umsetzung der Bauprojekte im Rahmen des Bundesfernstraßenbaus zur Verfügung gestellt. 130 Millionen € in die Verkehrsinfrastruktur dieses Landes. Das ist ein wichtiger Beitrag dazu, dass alle hessischen Maßnahmen im Bundesstraßenbau vollständig beplant und abgerufen werden können und der Landesstraßenbau mit dem entsprechenden neuen Landesstraßenbauprogramm mit der entsprechenden Prioritätensetzung auf dem Erhalt unserer Infrastruktur und dem mittelfristigen Plan der Jahre 2016 bis 2022 sorgt dafür, dass verlässlich in die Infrastruktur unseres Landes weiter investiert wird. Darüber hinaus werden im Rahmen des Projektes CO2-neutrale Landesverwaltung 2016 rund 40 Millionen € aus dem Zukunftsfonds zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln sollen die CO2-Emissionen weiter reduziert werden, gleichzeitig aber auch die Energieeffizienz unserer eigenen Gebäude verbessert werden. Dort spart der Landeshaushalt langfristig Geld, eine außerordentlich sinnvolle Verknüpfung von Ökologie und Ökonomie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darüber hinaus führen wir diejenigen Teile des Landeshaushalts weiter, die wir gemeinschaftlich als geschützte Bereiche definiert haben. Das hessische Sozialbudget war im Nachtrag zum Haushalt 2014 mit 51,5 Millionen € dotiert und wird 2060 mit 17,5 Millionen € auf dem Niveau des laufenden Jahres fortgeführt. Wir bauen die Ganztagsangebote an den hessischen Schulen weiter aus, wobei der Schwerpunkt auf dem Pakt für den Nachmittag, also dem Bildungs- und Betreuungsangebot an Grundschulen, liegt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hessen bleibt ein Land, das seinen Bürgerinnen und Bürgern die beste Perspektiven und Möglichkeiten für die Zukunft bietet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ich habe immer gesagt, dass uns die schwarze Null am Ende dieser Legislaturperiode nicht in den Schoß fallen wird, dass wir hart dafür werden arbeiten müssen. Wir hatten uns darauf verständigt, im Laufe der Legislaturperiode 1.800 Stellen abzubauen, selbstverständlich ohne dabei Kündigung aussprechen zu müssen. Diesen Abbau setzen wir auch im kommenden Jahr weiter fort. Außerdem wird der Landeshaushalt bei den Bauausgaben um rund 50 Millionen € entlastet. Und nicht zuletzt widmen wir uns ja auch der Aufgabe, Organisationsstrukturen des Landes zu überprüfen, Doppelstrukturen abzubauen und Synergien zu heben. So werden zum 1. Januar des kommenden Jahres die beiden Landesbetriebe, Hessisches Baumanagement und Hessisches Immobilienmanagement, zu einem Landesbetrieb zusammengefasst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich am Schluss meiner Rede noch den Versuch unternehmen, einen Blick in die nahe Zukunft zu werfen. Im November wird der Arbeitskreis Steuerschätzung neue Zahlen vorlegen, wie sich die Einnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden voraussichtlich in den nächsten Jahren entwickeln können. Es war an dieser Stelle immer ein geübtes Verfahren, im Rahmen der parlamentarischen Beratung zum Haushalt auch die Auswirkungen der Ergebnisse der Steuerschätzer mit abzubilden. Es kann aber bereits heute gesagt werden, dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auch die neueren Entwicklungen bei den Flüchtlingszahlen ihren Niederschlag im Haushalt finden müssen. Niemand hier im Haus vermag vorherzusagen, welche Dimensionen und welche Kraftanstrengungen noch von uns gefordert sein werden. Ich wäre daher diesem Haus sehr dankbar, wenn wir die aktuelle humanitäre Herausforderung so weit wie eben möglich vor die Klammer der allfälligen Haushaltsdebatten ziehen können. Wir haben uns hier oftmals und intensiv mit den verschiedensten Schwerpunkten des jeweils aktuellen Haushalts auseinandergesetzt. Wir haben gestritten, auch engagiert gestritten. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wäre dankbar im Sinne vieler Gespräche, die wir auch in den letzten Wochen geführt haben, wenn wir über die Frage der Bewältigung dieser großen gesamtgesellschaftlichen Aufgabe diese Aufbewältigung im Konsens herbeiführen könnten. Wir haben dazu ja Grundlagen. Wir haben dazu gesprächsweise Grundlagen gelegt, und ich sichere Ihnen zu, entweder im Haushaltsausschuss des Hessischen Landtages oder in welcher anderen Gesprächsform auch immer, Sie regelmäßig über die aktuelle Entwicklung, gerade was den monetären Bereich ist, entsprechend transparent auf dem Laufenden zu haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auf die parlamentarischen Beratungen, auf die Ideen und Anregungen aller Fraktionen. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf und der Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung mögen vor Augen führen, vor welchen Aufgaben wir stehen. Wir machen aktuell beides. Wir gehen die aktuellen Herausforderungen an, behalten aber die langfristigen Zukunftsprojekte aufmerksam und klar im Blick. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Aufgabe der Stunde. Wir gehen sie engagiert an. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Damit ist der Haushaltsentwurf Gesetz eingebracht, und ich eröffne die Aussprache. Erste Wortmeldung ist der Kollege Norbert Schmidt, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieser Haushaltsentwurf ist die Fortsetzung des Nachtragshaushalts 2014 und des Haushaltes 2015. Die Entwürfe bzw. die beschlossenen Haushalte in den vergangenen zwei Jahren haben eins gemeinsam. Es hat sich nichts geändert, meine Damen und Herren. Es gibt nichts Neues. Die Haushalte tragen dazu bei, dass die hessische Infrastruktur weiter verkommt und dass der Geist von Roland Koch in Hessen weiter regiert, meine Damen und Herren. Der Regierungswechsel von Schwarz-Gelb zu Schwarz-Grün hat keinen neuen Schwung, keine Veränderungen in den Grundlinien der Politik in Hessen gebracht. Traurige, eher abgenutzte Fassade wurde lediglich neu gestrichen. Die GRÜNEN haben dazu die Farbe geliefert und die Leiter gehalten, damit die CDU ihre
dicke Pinselstriche anbringen kann. Was hat sich denn eigentlich unter Schwarz-Grün geändert, meine Damen und Herren? Was hat sich eigentlich unter Schwarz-Grün geändert? Das ist doch eine legitime Frage. Und auf der Positivseite, damit will ich beginnen, durchaus beginnen, steht das Sozialbudget. Das steht auf der Positivseite. Das hat sich geändert. Aber das haben wir Ihnen vorgerechnet und belegt. Es täuscht sowohl im Volumen als auch im Inhalt mehr vor, als es ist. Es ist und bleibt eine Mogelpackung. Und in das Sozialbudget sind Programme eingeflossen, die eigentlich mit der Kürzungsorgie, die mit der Operation Düstere Zukunft verbunden waren, gar nichts zu tun haben. Vieles, meine Damen und Herren, was vor der Operation Düstere Zukunft noch vom Land finanziell unterstützt wurde, wie z.B. die Erziehungsberatung oder auch die Obdachlosenhilfe, meine Damen und Herren, bleibt nach wie vor ohne Landeszuschuss. Aber immerhin, Roland Koch wurde an dieser Stelle etwas korrigiert. Umso mehr aber lebt der unsägliche Geist der Politik von Roland Koch an anderen Stellen weiter. Im Sozialbereich wird eher insgesamt lustlosen Ideen weiter verwaltet. Hessen ist weit davon entweg, in diesen Bereichen vorne zu sein. Wenn Sie die bundesweiten Analysen und Statistiken zur Fortentwicklung der Inklusion oder der U3-Betreuung sehen, stellen Sie fest, dass Hessen nicht vorne ist. Das Gegenteil ist der Fall. Hessen ist in diesen Statistiken Inklusion und U3-Betreuung weit, weit hinten, meine Damen und Herren. Arbeitsmarktpolitische Instrumente wurden nicht weiterentwickelt. Im Gegenteil, mit diesem Haushaltsentwurf sollen sogar noch die Mittel für Altbewerberprogramme, der Wirtschaftsminister ist leider nicht da, aber sollen sogar noch die Mittel für Altbewerberprogramme für Ausbildungsplätze reduziert werden. Im Umweltbereich gibt es ebenfalls keine bedeutsame Fortentwicklung. Im Haushaltsausschuss hatten wir eine große Anfrage, Kollegin Dorn, hatten wir eine große Anfrage der CDU zu den Energiesparprogrammen von landeseigenen Gebäuden. Und aus dieser Anfrage, ich habe sie hier da, geht hervor, dass keine einzigen neuen Impulse, keine ehrgeizigeren Ziele von Schwarz-Grün gesetzt worden sind als unter Schwarz-Gelb. Alle die dargestellten Projekte sind aus den Jahren 2010 bis 2013. Kein einziges neues schwarz-grünes Projekt in diesem Bereich. Überall nichts Neues, meine Damen und Herren. Es bleibt dabei. Die GRÜNEN sind eine vergilbte Truppe geworden, meine Damen und Herren. Ohne Ehrgeiz, ohne Ehrgeiz, ohne Ambitionen, ohne Tatkraft anpasserisch, meine Damen und Herren. Das ist die Bilanz dieses Haushalts, die hier dargelegt wird. Und noch in einem Bereich schaut Roland Koch noch immer um die Ecke. In einem Bereich schaut Roland Koch immer noch um die Ecke. Die Beamten werden wie in der Koch-Ära gepiesackt, meine Damen und Herren. Keine Gehaltssteigerung, nicht einmal in unteren Bereichen. Dafür mehr Belastungen, z.B. bei der Beihilfe und mit Überstunden oder in der Intensivität der Arbeit, meine Damen und Herren. Das ist die Bilanz. Und Sie gehen weiter wie unter Roland Koch mit Beamten um. Und das mit Zutun der GRÜNEN, meine Damen und Herren. Keine gute Vorgabe, finde ich an dieser Stelle. Das Gleiche gilt für die Finanzierung unserer Kommunen. Mit der Neuordnung des KFA, der in diesem zu beratenden Haushalt erstmals kassenwirksam wird und umgesetzt wird, geben Sie von CDU und GRÜNEN den Kommunen Steine statt Brot. Die Kommunen sind in Hessen unterfinanziert. Das liegt auf der Hand. Das liegt völlig auf der Hand, meine Damen und Herren. Sie wissen das selbst. Und weil Sie von CDU und GRÜNEN das wissen, haben Sie nun ein Investitionsprogramm aufgelegt. Noch vor drei Monaten, vor der Sommerpause, hatten wir einen Antrag bei der Neuordnung des KFA gestellt, nämlich mit der Investitionsförderung. Haben wir gestellt, haben es auch begründet, dass die Investitionen der hessischen Kommunen auf dem Tiefstand sind, alleine in den vergangenen vier Jahren um 750 Millionen € zurückgegangen sind. 750 Millionen € Vergleich 2014 zu 2010 zurückgegangen. 750 Millionen € die Investitionen. So, da haben Sie das noch bestritten, den Bedarf, haben unseren Änderungsantrag abgelehnt.
Und das neue Programm kann man mit einem Wort umschreiben. Das ist ein schlechtes Gewissenprogramm, meine Damen und Herren. Deswegen wäre die richtige Abkürzung SGB-Programm und nicht KIP, meine Damen und Herren. Schlechtes Gewissenprogramm. Es wird. Und wenn Sie die Haushaltsansätze dort sehen, z. B. aus dem Hessenprogramm, dann sagen mir Bürgermeister, das, was da drin geschrieben ist, das jetzt 30 Jahre wirken soll, das bräuchten Sie eigentlich jährlich, meine Damen und Herren. Und das ist auch der Bereich, über den wir reden müssen. Das Programm wird übrigens jetzt ins Schaufenster gehängt. Es wird dieses Jahr noch überhaupt nicht haushaltswirksam. Mit der Haushaltsberatung hat es nichts zu tun. Wir werden morgen dazu, morgen wird es ja eingebracht, intensiver, glaube ich, noch einmal darüber reden. Meine Damen und Herren, der Haushalt 2016 ist sicherlich in einem noch größeren Umfang wie in Vorjahren mit Unsicherheiten belastet. Das liegt ja auf der Hand. Neben der Frage der Konjunktur sind die Kosten der Flüchtlingsunterbringung und Flüchtlingsbetreuung derzeit schwierig bezifferbar. Der Minister hat es dargestellt. Da gibt es an dieser Stelle auch in der Tat Konsens und keine Kritik, Herr Minister. Es ist schwierig bezifferbar. Eines steht allerdings jetzt schon fest, die im Haushalt veranschlagten Mittel reichen nicht aus. Ich glaube, davon gehen Sie auch aus. Und die Annahme von 66.000 Flüchtlingen ist zu gering, kein Vorwurf. Zu dem damaligen Zeit, als Sie den Haushalt aufgestellt haben, war das, glaube ich, die greifbare und richtige Zahl. Und was Sie ausgeführt haben zu der Frage der Humanität, Sie reden von Barmherzigkeit, wir reden von Solidarität und auch von Gerechtigkeit in diesem Bereich. Das muss auch ein Haushalter zur Grundlage nehmen, muss der Grundpunkt von Entscheidungen sein. Und natürlich müssen wir dieses auch dann in nüchterne Zahlen übersetzen. Wenn ich aber von nüchternen Zahlen rede, Herr Minister, und Sie haben es eben selbst dargestellt, dass leider das Versprechen, dass Sie übrigens oder dass die Kommunalen Spitzenverbände Ihnen bei der Neuordnung des KFA mit einer Vereinbarung abgerungen haben, nämlich dass angemessene Pauschalen gezahlt werden sind, in dem Haushalt nicht zum Ausdruck kommt. Und Sie haben versprochen, dass Sie eine Regelung herbeiführen, noch in diesem Jahr. Umso mehr müsste doch, Herr Minister, für nächstes Jahr, der Haushalt ist ja auf nächstes Jahr gerichtet, dann auch angemessene Pauschalen berücksichtigt sein, sondern Sie haben sie jetzt auf den bisherigen Stand weitergerechnet. Da steckt also noch einiges drin. Ich bleibe dabei. Wir werden, da haben Sie völlig recht, wir werden zumindest versuchen müssen, Konsens zu erreichen. Wir werden alles dafür tun. Und Sie haben recht, dass man sollte das möglichst und da gehört faires Verhalten von beiden Richtungen hinzu, dass Sie Zahlen offenbaren und dass wir sozusagen da kein politisches Spielchen draus machen. Das ist völlig klar. Wie war das? Also, ja, der Herr Reif. Die unreifsten Zwischenrufe kommen von Herrn Reif. Das ist doch immer so. Das wissen wir doch. Ich weiß auch nicht, ausgerechnet bei dem Thema. Ich will aber, Herr Reif, noch einmal einen Punkt unterstreichen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass eine Grundvoraussetzung für einen Konsens, meine Damen und Herren, ist, dass das, was Sie zugesagt haben gegenüber den Kommunen, dass angemessene Pauschalen dann auch gezahlt werden, in der Tat sich im Haushalt abbildet. Ich glaube, das ist die Grundlage für einen Konsens. Und, meine Damen und Herren, da zu der Schuldengrenze, der Minister hat es angesprochen, lediglich ein Puffer von 45 Millionen € besteht, aber die Mehrforderungen sicherlich im dreistelligen Bereich liegen, sind die Probleme augenscheinlich. Realistische Haushaltsansätze zum jetzigen Zeitpunkt, das will ich betonen, Herr Minister, zum jetzigen Zeitpunkt würden offenbaren, dass die Schuldenbremse gerissen wird. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Realistisch zum jetzigen Zeitpunkt Flüchtlingszahlen, angemessene Pauschalen würden deutlich machen, dass die Schuldenbremse gerissen ist. Meine Damen und Herren, dabei hat der Finanzminister sogar Glück. Die Steuereinnahmen des Landes sind auf einem Rekordniveau. 1,1 Milliarden € mehr als im vergangenen Jahr nach Länderfinanzausgleich. 1,1 Milliarden €. Zudem, das hat der Minister dargestellt, ich will aber die Summe noch einmal nennen, die Zinsausgaben um 121 Millionen € zurückgehen. 121 Millionen €. Sie haben recht, das ist ein Bereich, das niedrige Zinsniveau, das Sparer nervt. Er freut den Finanzminister und allen anderen Schuldnern natürlich auch, aber es hat in der Tat
hohe Handicaps für Wirtschaft und natürlich auch für diejenigen, die mit Sparen auch möglicherweise ihre Altersruhe finanzieren wollen. Und trotz dieser Rekordmehreinnahmen von über 1 Milliarde € werden die Investitionen in Hessen um 100 Millionen € gekürzt. Aus unserer Sicht ein schwerer Fehler. Die Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung sollen sogar noch weiter gekürzt werden. Aus unserer Sicht ein schwerer Fehler. Die Rücklagenzuführung für die sogenannte Weimarer Pensionsrücklage, wo wir sozusagen die Ausgaben für Pensionslasten untertunneln wollen, wird in den Haushalt wiederum nicht eingestellt, sondern sie bleibt beliebig. Je nach Haushaltslage wird sie kommen oder nicht. Und, meine Damen und Herren, trotz dieser Mehrangaben werden die Beamten zu Sparopfern der Landesregierung. Das ist eine nüchterne Feststellung. Und, meine Damen und Herren, die Rekordeinnahmen hätten eigentlich noch viel höher ausfallen können. Sie hätten eigentlich auch noch höher ausfallen müssen. Aber seit 1999 ist die wirtschaftliche Entwicklung in Hessen im Vergleich zu den anderen Bundesländern höchstens durchschnittlich. Höchstens durchschnittlich. Hessen war einst unter sozialdemokratischen Ministerpräsidenten beim Wirtschaftswachstum immer vorn, immer unter den ersten drei. Heute freut sich die Landesregierung, wenn sie den Bundesdurchschnitt erreicht. Das war letztes Jahr so. Die Prognose für dieses Jahr ist, dass es sich auch etwa im Bundesdurchschnitt bewegt. Die zentralen wirtschaftspolitischen Probleme des Landes werden von dieser Regierung aber nicht thematisiert. Es wird immer noch so getan, als sei wir Spitze. Das sind wir nicht. Eigentlich müsste es eine intensive Arbeit unter Einbeziehung von Wirtschaftswissenschaftlern und der Wirtschaft zu diesem Fragenkomplex geben. Sie von CDU und GRÜNE schweben anscheinend immer noch auf Wolke 7 und profitieren immer noch von dem Ruf vergangener Zeiten, während wirklich eine harte und nüchterne Analyse notwendig wäre. Dass der VHU, also die VHU, die Vereinigung der hessischen Unternehmer, in dieser Frage auch weggetaucht ist, macht die Verknüpfung von CDU und dieser Wirtschaftsvereinigung deutlich. Aber gute Interessensvertretung, meine Damen und Herren, sieht anders aus. Gute Interessensvertretung würde so aussehen, dass man sich diesem Fragenkomplex endlich einmal nähert und über die Ursachen darüber redet, dass Hessen eben wirklich nur noch höchstens durchschnittlich ist und weit, weit hinter den erfolgreichen Zeiten auch rot und rot-grüner Wirtschaftspolitik hinterherhängt, meine Damen und Herren. Und ich möchte noch einmal auf die Einnahmeseite reden und möchte da noch einmal die Debatte vom Haushalt des vergangenen Jahres aufgreifen und zwei, drei Sätze zum verehrten Fraktionsvorsitzenden der GRÜNEN, Herrn Wagner, sagen. Er ist leider nicht da. Er hat uns ja im vergangenen Jahr heftig dafür kritisiert, in seiner eigenen Theatralik, dass wir die Erhöhung der Grunderwerbsteuer nicht mitgetragen haben. Unser Motiv war und ist, dass wir für den Wahlbetrug der CDU, Sie hatten versprochen, keine neuen Steuern. Sie hatten versprochen, keine neuen Steuern. Die CDU hat an dieser Stelle Wahlbetrug begangen. Sie hatte versprochen, keine neuen Steuern. Und wir wollten dafür für diesen Wahlbetrug nicht die Hand heben. Dass aber ausgerechnet GRÜNE uns nach ihrem Regierungsantritt und ihrem Agieren angreifen, wir würden so wenig für die Einnahmeseite tun, ist schon richtig dreist. Ich glaube, mehr als 15 Jahre haben die GRÜNEN gefordert und jedes Jahr einen Haushaltsantrag gestellt, von Jahr zu Jahr, wo sie eine, sie nennen das Wasserzent, wir nennen es Grundwasserabgabe, es gibt auch Wasserbenutzungsabgabe, erheben wollten, Jahr für Jahr gestellt. Dann waren sie in der Regierung, meine Damen und Herren, und dann haben sie auf einmal dagegen gestellt, obwohl das in ihrem Wahlprogramm ebenfalls verankert ist. Herr Wagner ist nicht da, aber Herr Kaufmann, Herr Al-Wazir ist auch nicht da, aber all seine grünen Freunde werden wiederum Gelegenheit haben, zu dokumentieren, ob ihnen das Wahlprogramm wichtig ist. Wir werden entsprechende, wie gesagt, einen entsprechenden Antrag auch in diesem Jahr zeigen. Und da wird sich möglicherweise die Doppelzüngigkeit von Herrn Wagner einmal mehr erweisen. Ich möchte auf einige Politikbereiche eingehen, ohne der Debatte über die Einzelpläne. Die haben wir in der zweiten Lesung.
vorzugreifen, aber ich möchte mich an den von Ihnen, Herr Dr. Schäfer, genannten Schwerpunkten abarbeiten und auch mit der Realität konfrontieren. Zum Schulbereich haben wir heute Morgen eine umfangreiche Debatte gehabt. Das ist zentrale Länderkompetenz. Und deswegen, und hier werden auch die entscheidenden Grundlagen für den Lebensweg unserer Kinder getroffen. Und deswegen haben Sie das Recht das auch als ersten Punkt genannt. Und es ist wieder dieses schreckliche Wort von der demografischen Rendite gefallen, das nicht sehr schön ist, weil, wie gesagt, hier sagen wir mal, wirtschaftspolitische und betriebspolitische Formulierungen in einen Bereich hineinrutschen, wo es eigentlich um Menschen geht. Aber, meine Damen und Herren, der Streit fängt doch an. Sie tun mehr für Inklusion, aber der Streit fängt doch eigentlich an, und da ist ja Hessen besonders rückständig, aber der Streit ist doch, fängt doch da an, wenn Sie dort mehr tun, dass Sie in anderen Bereichen kürzen. Die Debatte, die es in den Oberstufen gegeben hat und an den Grundschulen, wo sozusagen die Lehrerversorgung deswegen auch zurückgefahren wurde, ist aus unserer Sicht ein falsches Modell. Ist aus unserer Sicht falsch. Und der angeführte Pakt für den Nachmittag ist ein trauriges Modell, das wenig Akzeptanz gefunden hat. Der Kollege Wagner von den Grünen ist leider nicht da, aber er war unterwegs. Er ist in Hessen ja durchaus unterwegs. Aber wenn Sie dann die Reaktion von Betroffenen sehen, von Eltern, dann stellen Sie fest, viel Kritik am Pakt für Nachmittag. Maximal Note 4- erteilten Besucher der Veranstalter den Machern des Pakt für den Nachmittag. Mehr muss man eigentlich nicht sagen, ob 5+ oder 4- ist an dieser Stelle egal. Aber es ist völlig unzureichend, meine Damen und Herren. Weit weg von befriedigend und von gut und sehr gut lange, lange entfernt. Sie sind der Fraktionsvorsitzende der CDU fordert Eltern auf, endlich einmal ihm die Situation zu stellen. Meine Damen und Herren, vielleicht kommt ja der eine oder andere Elternteil nach. Vielleicht, Herr Boddenberg, gehen Sie auch einmal an Schulen und werden mit der Realität konfrontiert. Ich glaube, das würde Ihnen ganz, ganz gut tun. Von der Finanzierung der Schulsozialarbeit zieht sich das Land zurück. Das ist so. Das können Sie noch so viel sagen. Dieses USF-Programm ist kein Ersatz und ist auch völlig unzureichend. Und das Schulprogramm, das Sie jetzt mit dem Modell PUSH ersetzt haben, meine Damen und Herren, wird in Fachkreisen als PUSH bezeichnet. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Sie haben den Hochschulbereich angesprochen. Und da wollen Sie sich loben lassen, meine Damen und Herren, für den Hochschulpakt und für die Erhöhung der Budgets. Die finden auch statt. Das ist korrekt dargestellt. Aber da steckt kein Euro Landesgeld drin, meine Damen und Herren. Sie profitieren von Bundesmitteln. Sie profitieren davon, dass der Bund BAföG-Mittel den Ländern bereitstellt. Und diese BAföG-Mittel werden sozusagen genutzt, führen zur Entlastung des Haushaltes und werden an die Hochschulen weitergegangen. Der Dank, meine Damen und Herren, sollte die CDU an die Bundesministerin Frau Janka, CDU, weiterreichen, meine Damen und Herren. Das wäre richtig. Und sich bei der Großen Koalition bedanken. Eine eigene Leistung liegt an dieser Stelle auf jeden Fall nicht vor. Und wer sich an Hochschulen ein bisschen auskennt, weiß, wir müssten eigentlich viel, viel mehr tun, als mit den Mitteln bereitgestellten Mitteln der Fall ist. Aber Wunschstückhass spielen wir nicht. Von daher, wie gesagt, ist es gut, dass da etwas geschieht. Aber es sind Bundesmittel, meine Damen und Herren, keine eigene Leistung. Als nächsten Punkt haben Sie tatsächlich die Stärkung des Straßenbaus genannt. Meine Damen und Herren, das ist ja jetzt wirklich schlicht unwahr, Herr Minister. Von Stärkung des Straßenbaus kann in Hessen wahrlich keine Rede sein. Im Gegenteil ist der Fall, der Substanzverlust nimmt zu. Die Lage wird immer schlimmer. Eigentlich bräuchte man 2 Milliarden €. Ich glaube, das ist unstreitig. Das hat, glaube ich, die Landesregierung auch schon eingeräumt. 90 Millionen € haben Sie jetzt veranschlagt für den Straßenbau. Damit kann dieser Substanzverlust überhaupt nicht aufgefangen werden. Und ich richte mich an die CDU, Herr Boddenberg. Dass die GRÜNEN keine Mittel für den Straßenbau geben wollen, mehr ausgeben wollen, das wissen wir. Das wissen wir aus der eigenen Regierungszeit. Aber dass Sie sich darauf einlassen, dass Sie sozusagen in Kauf nehmen,
Ja, dass die Substanz, dass auch der Wirtschaftsstandort Hessen gefährdet wird, das ist einer CDU, glaube ich, unwürdig. Und da verraten Sie, glaube ich, eigene Interessen und eigenes Wählerklientel. Na gut, da kommen wir noch mal. Es gebührt dem FDP-Kollegen Lenders die Ehre. Es gebührt dem FDP-Kollegen Lenders die Ehre, dass er durch eine kleine Anfrage das ganze Täuschungsmanöver der Landesregierung offenbart hat. Die Landesregierung hatte, und der Minister hat es heute wieder getan, hatte mit dem Hinweis auf die eher geringen Mittel verteidigt, dass man eine deutliche Schwerpunktsetzung bei der Sanierung plane. Neubauprojekte würden nach hinten gezogen, sodass man mehr Mittel für die Sanierung haben. Das ist auch der Redetext, den der Minister heute hier vorgetragen hat. Die Anfrage vom Kollegen Lenders offenbart, dass die Sanierungsquoten in diesem Jahr bei 72% liegen. 72%. Wissen Sie, wo sie 2012 lagen? Bei 78%. 2011 sogar bei 82%. In der gesamten Regierungszeit, so Ihr Plan, das offenbart die Anfrage des Kollegen Lenders, wird die Quote niemals 80% erreichen. Herr Kollege Lenders, Sie haben, das gilt Ihnen, das Kompliment, die Landesregierung bei einer Unwahrheit ertappt. Die Sanierungsquote steigt nicht. Damit sollte das eine Täuschung der Wählerklientel der CDU, aber natürlich auch der GRÜNEN. Sollte das also kein Neubau, wenn wir legen Sanierung. Das ist schlicht Unwahrheit. Geht in beiden Richtungen los. Und in absoluten Zahlen wird das Drama noch deutlicher. Wieder aus der Anfrage des Kollegen Lenders. Für die Sanierung standen 2012 96 Millionen € bereit, 2013 62 und 2014 64. In der neuen Regierungszeit 2015 waren es 65 Millionen €, für 2016 sind 66 Millionen € vorgesehen. Das ist ja keine Mittelsteigerung, meine Damen und Herren. Das ist eher eine Kürzung, zumal es ja einen erhöhten Sanierungsbedarf bedarf. Und übrigens, nächste Anfrage des Kollegen Lenders. Wenn man FDP-Politiker einen Treffer gesetzt hat, dann muss man das anerkennen. Das kommt auch mal vor. Kollege Lenders, Frage, Behauptung, es würden ja mehr Mittel für Radwege ausgegeben. Meine Damen und Herren, Anfrage ergibt keinen Cent mehr ausgegeben für Radwegebau. Das Mittelprogramm der schwarz-gelben Regierung wird weitergeführt, meine Damen und Herren. Auch da an dieser Stelle einfach Unwahrheit an dieser Stelle. Und wenn ich gerade bei den unlauteren Argumenten im Bereich des Wirtschafts- und Verkehrsministers bin, dann nur einige Sätze zur derzeitigen Rundfunkwerbung für Ausbildungsplatzzuschüsse. Man erweckt mit der Werbung den Eindruck, dass es großes Anliegen sei, der Landesregierung Unterstützung für Lehrfirmen zu formulieren. Die Wirklichkeit des Haushaltsentwurfs sieht anders aus. Im Bereich der beruflichen Bildung werden 4,4 Millionen € gekürzt, meine Damen und Herren. Über das Altbewerberprogramm habe ich schon gesprochen. 1,1 Millionen € geht es zurück. Und dabei ist doch hier jeder Euro gut ausgegebenes Geld. Wenn Sie das Wort rentierlich, Stichwort Rendite, wenn Sie das Wort rentierlich benutzen, an dieser Stelle würde jeder Euro rentierlich sein. Das glaube ich mit großer Sicherheit. Aber es gilt das klassische Werbeprinzip. Je schlechter das Produkt, umso intensiver muss die Werbung sein. Und diese Regierung hat wahrlich viel Werbung nötig, meine Damen und Herren. Ich komme zu dem nächsten von Ihnen dargestellten Schwerpunkt, der umweltgerechten Sanierung von Landesimmobilien und der Energiewende. Zu den Landesimmobilien will ich eine Vorbemerkung machen, weil das ein echtes Problem der Landesregierung ist. Hier hat die Landesregierung wirklich eine Altlast, und diese Altlast, muss man sagen, da schaut Roland Koch noch um jede Ecke. Denn als die Landesimmobilien verkauft worden sind, Stichwort Leo 0, 1 und 2, aus dieser Zeit, das war sozusagen das, muss ich sagen, wirklich das große Unglück des Landes und die Auslösung der Auslast. Mit dem Verkauf der Landesimmobilien sind die Mietausgaben des Landes wirklich raketenartig nach oben geschossen. 2003 lagen die Mietausgaben bei 100 Millionen €. Sie sind mittlerweile mit dem Haushaltsentwurf auf 460 Millionen € hochgeschossen.
fast vervierfacht, mehr als vervierfacht, fast verfünffacht. Meine Damen und Herren, die Mietausgaben von 100 Millionen € auf 460 Millionen €. Alleine die Mietsteigerungen betragen 50 Millionen €, meine Damen und Herren. Schicken Sie einen Dank an den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Bilfinger. Da hat er auch so seine große wirtschaftliche Kompetenz dargestellt. Meine Damen und Herren, ja, ist das so? Das hören Sie. Ja, Herr Ralf, das hören Sie ungern. Weil ich habe ja immer, Sie waren ja derjenige, der mit solchen glühenden Augen immer vor Koch, wenn der hier Reden gehalten hat. Wir müssen jetzt, und der Finanzminister und Sie selbst, das ist ja das Schicksal von Ihnen, Sie müssen diese Altlast mittlerweile abtragen. Das ist doch die Wahrheit. Ach, Herr Ralf, übrigens, was macht denn eigentlich das Schloss Erbach? Das haben Sie doch damals im Gegenzug Landesimmobilien verkauft und das Schloss Erbach gekauft. Was macht denn eigentlich das Schloss Erbach? Sie haben doch damals auch verteidigt 100.000 Personen als Besucherzahlen, Herr Ralf. Wissen Sie, wie viel sind pro Jahr? 60.000, meine Damen und Herren. 2,5 Millionen € haben wir schon seit diesem Kauf in das Schloss stecken müssen, meine Damen und Herren. 2,5 Millionen €. Ein Unterhalt. Zur energetischen Landesmobilien habe ich gesagt, da gibt es nichts Neues, da gibt es keine neuen Ansätze unter Schwarz-Grün. Und jetzt wollen Sie sich für 36 Millionen € loben lassen für ein Programm Energieagenda 2015. Wissen Sie, das ertrage ich gern, Herr Reif, aber Sie müssen jetzt auch meine Antwort ertragen dazu. Wissen Sie, meine Damen und Herren, dass diese 36 Millionen € nicht einmal die Höhe, die Mittel erreichen, die wir Rot-Grün vor 20 Jahren für diesen Bereich zur Verfügung gestellt haben, meine Damen und Herren? Das ist keine Weiche, das ist doch keine Wende. Das reicht nicht einmal für eine Kurskorrektur. Frau Hinz weiß das, wie viele Mittel es damals gab, und sie weiß das auch einzuordnen, wie viele Mittel es heute gab. Rot-Grün hat vor 20 Jahren deutlich mehr Mittel bereitgestellt, als es heute für den Bereich Energiepolitik gibt. Sie haben den Bereich soziale Stadt genannt. Auch hier erhöht sich das Programmvolumen, aber es sind Bundesmittel, meine Damen und Herren. Und Kollege, diesmal war es der Kollege Siebel, der herausgefunden hat, dass in diesem Jahr leider Mittel in Millionenhöhe nicht abgerufen worden sind des Bundesprogramms und Sie das, Frau Kollegin, auch noch verteidigt haben. Ich freue mich, wenn das in diesem Jahr abgestellt werden würde. Ich hoffe, dass das auch dabei bleibt. Auf jeden Fall gilt insgesamt für den Wohnungsbereich natürlich, wir haben, das hat überhaupt nichts mit dem Flüchtlingsbereich zu tun, lange bevor die Flüchtlingsströme hier eingesetzt haben. Wir haben in diesem Bereich einen ganz hohen Nachholbedarf. Und an dieser Stelle muss mehr getan werden. Und das Wohnungsbauprogramm, wir reden morgen darüber, über ZIP reicht da längst nicht aus, meine Damen und Herren. Ganz anderes Volumen. Ich komme zum Bereich Inneres und Justiz. Meine Damen und Herren, wie Sie dort einen Schwerpunkt begründen wollen, ist mir auch nach Ihrer Rede weiterhin rätselhaft. Ja, man könnte vielleicht sagen, Abbauschwerpunkt. Abbauschwerpunkt, das wäre der richtige Begriff. Die Tatsache ist, dass die hessische Polizei 3,5 Millionen Überstunden vor sich herschiebt. Der Krankenstand ist durchschnittlich auf mehr als 30 Tage gestiegen. Und, meine Damen und Herren, das sage ich zum Kollegen. In anderen Sachen, in manchen Präsidium über 30%. Meine Quelle ist die, vielleicht ist sogar die Quelle der GdP an dieser Stelle richtiger. Mal sehen. Also reden wir von 28, aber 28 oder 30 ist eine irre Summe. Also wenn mit Verlaub, ein Unternehmen, wo 28 bis 30 Krankheitstage anfallen würde, das wäre kritisch, glaube ich. Da könnte der Herr Reif jetzt was dazu sagen. Und, meine Damen und Herren, das hat mit den Flüchtlingszunahmen überhaupt nichts zu tun. Und deswegen sage ich es noch einmal zum Kollegen Bauer, der ja da versucht hat, zu zündeln vor Ort. Und die Reaktionen waren ja auch dementsprechend. Hören Sie damit auf, Dinge miteinander zu vermischen, die nichts damit zu tun haben, meine Damen und Herren. Und vor allem beklagen Sie nicht Missstände, die Sie selbst geschaffen haben, sondern helfen Sie endlich ab, die Missstände zu beseitigen. Na gut, die Landesregierung ist
Ich zitiere den Vorsitzenden der hessischen GdP, Herrn Andreas Grün, der gesagt hat, die Landesregierung ist drauf und dran, die gesamte Polizei mit Vollgas vor die Wand zu fahren. Meine Damen und Herren, das müsste Ihnen, das rufen Sie alle, lieber Gott, das, ich finde, das sollte Herr Boddenberg, das sollte einer Partei, die immer Sicherheit, Sicherheit und Sicherheit ruft, eigentlich zum Nachdenken führen, meine Damen und Herren. Und an Gerichten 147 Stellen zu streichen und von einer Stärkung von Gerichten und Staatsanwaltschaften zu sprechen, das ist, meine Damen und Herren, das ist so wahr wie die Behauptung, morgen seien die Berge höher als bei Regen. So absurd ist diese Behauptung, Herr Minister. Ist wirklich absurd. Ist wirklich absurd. Ich komme dann zu dem Bereich Steigerung von Ausbildungsplätzen im Steuerbereich, den Sie heute nicht angesprochen haben, aber in Ihrer Pressemitteilung bei der Vorstellung des Haushalts. Da formulieren Sie oder schreiben Sie, dass es 25 neue Stellungen geben wird zur Bekämpfung der Steuerkriminalität. Gutes Programm. Das ist wirklich gut. Es hat den kleinen Schönheitsfehler, dass 75 Stellen abgebaut werden in der Steuerverwaltung im mittleren Dienst. Das heißt, dass Leute, die sozusagen momentan die normale Arbeit im Finanzamt machen, auch das, was übrigens draußen ermittelt wird von Betriebsprüfer oder Steuerfahndern, die das in der Verwaltung umsetzen müssen, die werden jetzt wieder fehlen, weil die Arbeit von den 75 Leuten irgendwie übernehmen müssen. Also deswegen, Herr Minister, das ist nicht gut. Und wiederum aus diesmal eine große Anfrage der CDU geht hervor, dass 2013 in Hessen weniger Personal für Betriebsprüfungen zur Verfügung standen als 2009. Finde ich interessant. Und meine Damen und Herren, auch die Prüfungsintervalle für Groß- und Mittelbetriebe sind seit 2011 wieder rückgehend wieder zurück, meine Damen und Herren. Deswegen sollten Sie auch an dieser Stelle überlegen, ob das, was Sie übrigens auch mit der Nullrunde in dem Steuerbereich ausgelöst haben, der Steuerverwaltung ausgelöst haben, wirklich sinnvoll und richtig sind. Ich möchte nun einige Einzelaspekte aufgreifen, die Sie nicht angesprochen haben, und dabei natürlich auch den Finanzplan, der ja hier zur Beratung mit vorliegt, mit einbeziehen. Es fällt wiederum auf, dass der Landesregierung die sächlichen Verwaltungsausgaben völlig aus dem Ruder laufen. Die Steigerung beträgt wiederum von diesem Jahr auf das nächste Jahr 160 Millionen €. Es sind vor allem die Kosten für IT, also für die Vernetzung, sind Programme, Lizenzgebühren und auch Computeranschaffungen, die die Steigerung verursachen. Herr Boddenberg, Sie kriegen die Kostensteigerung in diesem Bereich anscheinend nicht in den Griff. Hier muss angesetzt werden, und hier sind auch Millionenbeträge einzusparen. Da muss man aber einen entsprechenden Haushaltserlass natürlich aufstellen, zu sagen, unser Ziel ist tatsächlich, bei den 16 Verwaltungsausgaben einzusparen. Und an diesem Haushaltsaufstellungserlass mit dieser Vorgabe fehlt es. Ebenfalls werden wiederum die Stellen in dem Ministerium vom Stellenabbau verschont. Der von Ihnen vereinbarte Stellenabbau findet vor allem in den niedrigen Besoldungs- und Tarifbereichen statt. Das ist die nüchterne Wahrheit. Die notwendige Durchforstung der völlig übersetzten Ministerien findet nicht statt. Aus dem Haushaltsstrukturbericht, immer wieder zitiert, ist zu entnehmen, Hessen ist mit 190 Millionen € in den Bereich der politischen Führung übersetzt. Und da muss man Schritt für Schritt rangehen, meine Damen und Herren. Anstelle hier anzusetzen, haben Sie für 2016 eine Nullrunde für Beamte verordnet. Das ist unfair. Das ist wirklich unfair. Und es ist übrigens auch ein Bruch von Wahlversprechen von CDU, aber auch von GRÜNEN, meine Damen und Herren. Keine Sonderopfer. Keine Sonderopfer. Und das ist einfach wirklich unfair und falsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche jetzt auch die Kollegen aller anderen Fraktionen an. Ich rate jedem, sich mal intensiv sich mit dem Finanzplan auseinanderzusetzen. Wer sich ihm zu Gemüte führt, stellt fest, wie dünn der Faden ist, Kollegin Dorn, wie dünn der Faden ist, die Schuldenbremse einzuhalten. Noch vor einem Jahr war der Finanzminister stolz, dass er angeblich einen Puffer in der Finanzplanung hat und dass er keine globalen Minderausgaben oder Mehreinnahmen ansetzen muss.
Jetzt im neuen Finanzplan sieht er schon ganz anders aus. Da sind jetzt Globalpositionen angesetzt. Ich will es am Beispiel für 2017 verdeutlichen. Dort, wo der Minister noch von einem Sicherheitsabstand letztes Jahr gesprochen hat, muss man sagen, die Landesregierung ist voll aufgefahren, und zwar ohne massive Zunahme der Flüchtlingszahlen. Denn die sind in dem Szenario, von dem ich jetzt ausgehe, gar nicht dargestellt. Zunächst einmal. Aber wenn Sie dann sozusagen das Szenario 4 betrachten, nämlich das, was durchaus realistisch ist, nämlich 1 Million Flüchtlinge, aber sogar Anzahl rückläufig, dann würde das einen Mehrbedarf, der Minister hat es ja eben auch gesagt, einen Mehrbedarf alleine 2017 von fast 1,5 Milliarde Euro bedeuten. 2017 1,5 Milliarde Euro Mehrbedarf. Hinzu kommen globale Minderausgaben, die noch nicht quantifiziert sind, in welchen Bereichen sie stattfinden, von 180 Millionen €. Das heißt, und übrigens über die Biblisklage will ich gar nicht sprechen, die Vorsorge davon. Das heißt, 700 Millionen Euro müssten bei dem sehr wahrscheinlichen Szenario Flüchtlinge für 2017 eingebracht werden. Jetzt sagt der Minister, ich bin optimistisch, wir verhandeln mit dem Bund. Und da volle Unterstützung, das will ich noch einmal sagen. Wir sind der Meinung, und da gibt es an dieser Stelle zwischen dem, was Sie, Herr Minister, gesagt haben, auch was der Ministerpräsident gestern gesagt hat, und dem, was wir sagen, überhaupt gar keine Differenz. Der Bund ist bei der Frage der Finanzierung von Flüchtlingsunterbringung und Flüchtlingsbetreuung in allererster Pflicht. Allererster Pflicht. Und da gibt es auch, da will ich das aufgreifen, was der Minister gesagt hat, großen Konsens, und da müssen wir gemeinsam helfen. Wir versuchen, Einfluss auf unsere Bundespolitiker zu nehmen, und ich nehme an, Sie versuchen es auch, und alle in ihrer Gesamtheit müssen an dieser Stelle sich bewegen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Länder und Kommunen können die Last nicht leisten. Und ich sage mal, den flexibleren Haushalt, übrigens auch mit den Spielräumen, 0,35 des Bruttoinlandsprodukts, wobei in den Ländern ja die harte Schuldenbremse gilt, hat die Bundesebene. Und deswegen an dieser Stelle großer Konsens. Da müssen wir gemeinsam etwas erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig, meine Damen und Herren. Und trotzdem werden die Herausforderungen, auch wenn Geld fließt, auch wenn viel Geld fließt, wird es eng. Ich glaube, an dieser Stelle ziehen wir an einem Strang. Ich fasse zusammen, meine Damen und Herren. Dieser Haushaltsentwurf ist weder finanzpolitisch ambitioniert, noch zeichnet er sich dadurch aus, Hessen wieder an die Spitze der Bundesländer in dem Bereich Sozialpolitik oder auch im ökologischen Bereich zu bringen. Durch die Reduzierung bzw. nicht ausreichende Ausstattung im Investitionsbereich, der mangelhaften Finanzierung der Infrastruktur, z. B. im Straßenbau oder im Wohnungsbaubereich, aber auch dem Negieren der wirtschaftlichen Probleme des Landes, wird in Hessen Zukunft verspielt. Was die Frage der finanziellen Herausforderungen durch die Flüchtlingsunterbringung und Betreuung betrifft, sagen wir ausdrücklich eine konstruktive Mitarbeit zu. Auch ich freue mich auf hoffentlich konstruktive Diskussionen und Verhandlungen in die zweite und dritte Lesung hinein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollegin Arbeit-Schmidt.